Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Judgment. Ja, Freunde, wir werden gleich angegriffen. Lauren muss mal was essen. Ich hoffe, das macht sie auch. Jawohl, hat sie gemacht. Dann kann Lauren schon mal hier in Position gehen. Wie sieht es mit Bobby aus? Bobby ist gut drauf, kann auch schon mal in Position gehen. John, der macht Alkohol. Ja, der kann auch schon mal in Position gehen. Kenny geht auch schon mal in Position. Was ist mit Rich? Der macht das Board, das ist wichtig. Glenn müsste mal schlafen, ne? Brad geht nochmal was essen, das ist gut. Nicht, dass jemand hier hungrig in den Kampf geht, das wollen wir nicht. Und Glenn ist dabei, den Composite noch fertig zu machen. Was ziemlich cool ist. So, jetzt haben wir sie hier alle versammelt. Was ist mit Kenny? Oh, der muss was essen. Wo ist denn Kenny? Geht der was essen jetzt noch? Ja, Lauren will sich schon mal Richtung Wachturm orientieren. Das finde ich gut. John geht was essen. Jetzt will er noch schlafen. Leute, Position, das ist entscheidend. Okay, jetzt sollen wir unsere Survivors equippen. Also Lauren hat einen Crossbow und auf jeden Fall kriegt Lizzie kriegt auch noch einen Crossbow. Ist der nicht fertig geworden? Habe ich das abgebrochen vorher? Ich trottel. Nun gut, dann ist es wie es ist. Mhm. Zwei Reaper, Guys, Succubü. Lauren geht mal da rein. Der Rest geht mal erstmal dahin. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Rich hat Hunger. Sinkt das weiter? Nein, aktuell nicht. So, Ronald. Die ziehen wir mal ein Stück zurück. Oh, die gehen, glaube ich, gleich alle auf den Turm drauf. So, Lauren. Lauren, du solltest dir lieber so einen Geist vornehmen. So, jetzt wird hier flankiert. Und wir gucken mal. Wir nehmen mal hier den... Nee. Den können wir angreifen. Der ginge. So, Lauren ist noch gut drauf. Hier wird der Succubü attackiert. Der Imp wird attackiert. Die müssen wir ein Stück weiter vor. So, und die gehen hier auf den Reaper drauf. Lauren nimmt sich gerade wen vor? Man weiß es nicht genau. Wer ist denn mit dem Succubü? Aber Lauren ist ganz gut geschützt im Wachturm. Das ist cool, dann kann er schon mal den Reaper nehmen. Er nimmt den Reaper. Imp ist gut. Ja, ruhig den Imp und... Sehr gut. Stückchen vorrücken. So. Und dann kann Lauren sich schon mal verpissen. Aber nicht in die Richtung der Gegner, bitte. Jetzt auf den Reaper noch drauf. Nice. So, jetzt muss Rich schnell was essen. Und Glenn bitte auch. Der muss schlafen. Rich geht was essen. Oh, Rich. Hat funktioniert. Na, Gott sei Dank. Gar nicht so einfach, aber der Wachturm ist ziemlich nice. Der Wachturm ist ziemlich nice, weil die da wirklich sehr geschützt sind. Von daher würde ich sagen, wir bauen auf jeden Fall noch einen...
Ja, who's starving? Kenny schläft und Glenn isst was. Beeil dich. Junge. So, sehr gut. Okay. Alle safe, alle gut drauf, außer Lauren. Ja, die hat natürlich ein bisschen was abbekommen. Weil die da auch beim Verlassen des Wachturms denen genau in die Arme gerannt ist. Ich meine, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig klug, muss man mal so sagen. Aber hey, was soll's? Kenny, no task. Ronald ist, okay. Essen geht ja relativ schnell. Wie sieht's jetzt aus? Doch, der Crossbow ist jetzt fertig, oder was? Dann, den sollte doch Liz kriegen, ne? Die schöne Liz. Ja. Gut. Und wenn die Lauren wieder fit ist, wobei wir uns ja eigentlich, können wir uns das nicht leisten, die Lauren hier mal voll zu heilen. Nicht so ganz, ne? Naja, aber fast. Approved. So, Alkohol, ja, Medizin würde ich gerne craften. Ach, müde, das ist ein Gähne. Ich denke immer, da verreckt jemand. Ich denke mal, da fällt jemand um. Keine Ahnung, verhungert, verdurstet. Vor lauter Langeweile, guck mal, der Glenn, der macht auch nichts. Kann doch dann hier unten mal sich zur Mine bewegen, bitte. Und der Brad, der könnte hier Scraps holen zum Beispiel. Puff, tot. Ja. Ja, hier wird Alkohol gemacht, das ist auch gut. So, was wollten wir denn noch jetzt mal bauen? Wir wollten hier das Ding noch bauen. Dann brauchen wir Bricks und Scrap. Ah, fehlt Clay wieder. Okay. Steine haben wir genug. Clay fehlt. Dass wir den auch nur da oben haben, ne? Konnten wir hier nicht sowas erforschen, dass wir da in der Nähe sowas finden dann? Clay? Ja, müssen wir ein bisschen Okkultismus mal wieder machen. Wer geht da hin? Doch nicht die Liz. Nee. Wollte es gerade sagen. So, dann müssen wir noch ein bisschen Clay uns mal hier oben holen. Und Stein vielleicht erstmal aufhören mit. Genau. Und haben wir jetzt genug Metall? Immer noch nicht. Fehlt noch ein Metall. Scrap ist gut. Scrap ist gut, Scrap ist wichtig. So, und wir müssen mal wieder eine Expedition wagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Werden wir auch tun, Freunde. Werden wir auf jeden Fall tun. Lauren geht jetzt hier oben noch ein bisschen Clay holen. Und muss jetzt aber schlafen gehen. Jawohl, super. Kümmern sich alle liebevoll hier um die Felder. Könnte fast das Farmen vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen, ne? Oh, die Boards sind fertig. Aber wir wollten ja Bricks brauchten wir, ne? Jo. Wir brauchten noch 5 Bricks. Könnten aber auch noch so ein Crossbow uns machen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Noch ein Crossbow machen. Was haben wir denn hier? Ah, Vegetable Farm. Haben wir nicht noch eine... Kräuterfarm kann man auch noch machen. Im Moment aber nicht. Das müssen wir erst wieder noch erfinden. Hier ganz links, glaube ich. Kann man nämlich auch Kräuterfarm machen. Herb Garden, da. Ja. Naja. Eine Kräuterfarm wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Hier so hin. Komm, wir machen uns noch einen Crossbow. Medizin ist wieder ein bisschen was am Start.
Ein Crossbow noch. Hier wird Medizin gecraftet. Sehr cool. Ja, Medizin ist gut. Guck mal, der hat so eine schöne Schürze hier. Clay ist auch gut für unser Hellforge. Und wir wollten aber, ich glaube, wir sollten uns als nächstes nochmal konzentrieren, hier so einen zweiten Wachturm zu bauen. Den haben wir jetzt hier unten. Da brauchen wir nochmal drei Boards und arschvoll Scrap. Ja, das war jetzt wegen des Crossbows. Der ist aber auch wichtig. Der ist wichtig. So, hier machen wir wieder Schluss erstmal. Schalten das Ding ein. Und überlegen uns dann mal eine schöne Expedition. Und zwar eine, wo wir Composite bekommen. Composite, genau. damit wir Mineralien uns, eine Mineral Mine machen können. Also ein Composite bräuchten wir. Weapon Parts. Ja, dann können wir selber Weapon Parts machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also müssten da noch eine Menge Weapon Parts uns sammeln. Aber Composite wäre erstmal wo das nächste Ziel, würde ich sagen. Ne? Waffenmäßig sind wir eigentlich ganz gut drauf. Genau. Damit wir dann noch hier das Katana uns craften können. Also, Composite ist das Ziel. Ist denn unser Bogen fertig? Der Crossbow? Ja, ist fertig. Das heißt, wir zoomen uns jetzt auf der Map mal schön was aus, wo es Composite gibt. Hier zum Beispiel. Ghost, Reaper, Tsukubu. Könnte klappen, muss es aber nicht. Deswegen, wie immer, Freunde, gibt es nochmal eine kleine Speichereinheit hier und dann gehen wir da mal hin. Und wir nehmen natürlich mit die Liz, ja. Die hat Armor, die hat ein Crossbow. Dann Lauren, die hat auch ein Crossbow, die hat auch Armor, die nehmen wir auch mit. Dann Rich kriegt auch noch ein Crossbow. Nee, der kriegt das Ding, der kriegt das Ding. Ja, dann nehmen wir Rich und Kenny noch mit. Und jetzt noch einen fünften. Wen haben wir denn noch? Das wäre im Prinzip Ronald. Das sind natürlich alles Fernkämpfer. Aber wir probieren das mal, ob das nicht wirklich eine gute Sache ist. Da machen wir ein bisschen Speed hier. Ich hoffe, wir werden nicht gleich wieder angegriffen. Aber wir wurden ja erst angegriffen. Also sollte das eigentlich funktionieren, Freunde. So, und jetzt schön langsam und entspannt. Ich muss rauszoomen. Nee, dahin. Einmal da aufreihen, bitte. Oh fuck. Also, einmal hier hingehen, einmal dahin, dahin, dahin und Lizzie geht dahin. Und auf geht's, Freunde. Schon mal auf den Miner Demon gehen. Der Ghost ist nämlich gleich tot. Eigentlich sollte das so sein. Hat doch noch mal ein bisschen Schaden gemacht. Sehr nice. Okay, haben wir schon mal einen Geist weg. Das ist gut. Diese Fässer sind einfach Gold wert. Deckung ist das halbe Leben. Der Schlüssel zum Sieg. Naja, sowas halt. So, wir gehen mal wieder hier hin. Und gehen mit ihr nochmal ein bisschen erkunden. Vielleicht sogar anlocken. Mit Lauren.
Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat funktioniert. Gut, die schießen da jetzt gleich alle drauf. Lizzie, geht mal, ja, geht mal ruhig hier hin. So, der ist platt. Genau, auf den Reaper und ihr könnt schon mal auf den Tsukibu gehen. Bitte. Oh shit, keine Deckung. Keine Deckung. Ja, Tsukibu, der ist aber fast platt, also könnt schon auf den Minor Demon hier gehen, ihr beiden. Tsukibu, Tsukibu, Tsukibu. Ah, sie kann sich den Imp vornehmen. Schon mal auf den Werwolf. So, Lauren geht mal ein bisschen in Deckung. Wie sieht's aus? Er könnte hier mal... Hm, geht nicht. Dann soll er da bleiben. Können sie hier? Kann sie auch nicht. Da muss Lauren eben den Imp platt machen. Ah, der ist schon platt. Okay, dann alle jetzt drauf da. Gut. Ach, das war's schon. Ja, cool. Ja, schön. Und hier Demonite noch bekommen und so weiter und so fort. Richtig nice. Das ging gut, Freunde. Mit der Armbrüste. Schön. Das heißt, wir können doch jetzt gleich Mineral Extraction machen, wenn wir hier genug, genau, wenn der John sich hier schön ausgetobt hat. Cool. Sehr, sehr schön, Freunde. Gibt's gleich nochmal ein Save. Weil das so gut geklappt hat. Wunderbar, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Clay, weil wir auf jeden Fall einen zweiten Watchtower bauen wollen. Da brauchen wir was Scrap für. Und die Hellforge hatten wir überlegt, wollten wir mal machen. Brauchen wir ein Brick noch. Zack. Gut. Das heißt, wir können das gleich wieder abbrechen. Beziehungsweise, wenn Lauren hier fertig ist, wird das abgebrochen. Ja, man soll immer nur so viel Sachen sich holen, wie man gerade braucht. Na, die Lauren, die ist gerade gut drauf. Merkt das schon. Die will das Ding weghaben. Die will den Haufen platt machen. Gut. Kenny macht nix, oder was? Du könntest da ein bisschen Scrap holen, bitte. Auch irgendjemand, der nichts macht. Jawohl. Scrap holen. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, die Angriffe nehmen immer mehr zu. Oder irre ich mich da? Mein lieber Herr Gesangsverein, Freunde. Oh, da beginnt die nächste Folge wieder mit dem Kampf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.